dem Kanal hier. Das wird jetzt ein kleines, feines Video. Ich habe 2 Minuten Akku-Restzeit. Ja, worum es geht eigentlich hier? Um den Verstärker. Und wir haben ja gesehen, der hat hier verdreckte Potis. Und da wollte ich jetzt gucken, welches Mittel kann ich benutzen, um die sauber zu bekommen. Und wie gesagt, ich komme ja eigentlich aus dem IT-Sektor und bin auf dem Audiosektor ja leinhaft unterwegs. Da ich mir mal Foreneinträge durchgeguckt, welches Mittel ist denn das Richtige? Und da scheiden sich die Geister. Der eine sagt, ich benutze dafür WD-40. Habe ich hier, aber ich würde WD-40 niemals im Audiosektor benutzen. Das kommt mir so aus dem Automobilsektor. Benutzt man hier eigentlich eher so, um festgerostete Schrauben zu lockern oder verrostete Teile zu lockern, festsitzende Mechaniken. Aber ich würde das niemals im Audiosektor benutzen. So, dann der nächste sagt, ja, ich benutze dafür Kontakt 60. Habe ich zufälligerweise auch da. Aber dann sagt man dazu, nee, benutze dazu noch Kontakt WL und danach Kontakt 61. Das geht, dann sagt der andere, nee, das ist da nicht für geeignet. Benutze dieses hier, benutze Kontakt und Tunerspray T6 von Teslanol. Sagt der nächste, ich benutze aber Ballistol. Ja, die Frage ist, was benutzt man jetzt eigentlich? Ne? Also ich habe mir jetzt alles besorgt und da muss ich mal ausprobieren. Und dann der nächste hat dann noch im Forum gesagt, ich benutze das alles nicht, ich benutze Dioxid. Und der nächste sagt dann, habe ich auch schon gelesen, ich benutze dafür Bremsenreiniger und Batterie ist alle.